Wenn aus einem Film so viel rausfließt, ich glaube, dann ist uns allen klar, dann haben auch ganz, ganz viele ganz viel reingesteckt. Und mir ging es so, ich hoffe den meisten von euch auch, wir haben es ja an dem Applaus gehört, es ist eine Menge aus diesem Film rausgekommen. Wahrscheinlich ist es so, dass dann auch unheimlich viel investiert wurde. Und ich glaube, dass alle 600 oder über 600 Leute, die sich hier für diesen Film investiert haben, wirklich auch auf dieses Konto eingezahlt haben. Sonst wäre jetzt nicht so ein Ausfluss da, ist so mein Eindruck. Ganz besonders haben natürlich die Schauspieler viele Preise bezahlt. Ich bitte euch mal, die ihr da vorne jetzt Freude habt, hochzukommen, alle auf die Bühne zu kommen. Ihr habt, kommt ruhig hoch, ihr habt den Mut gehabt, euch in wundersame Kostüme hineinzupacken, eure Köpfe mit Turban umwickeln zu lassen, barfuß oder mit Schuhen im Morast zu stehen, in Wüsten zu stehen, im Wasser zu stehen. Und ihr habt Stunden damit verbracht, auf in die Mitte. Ihr habt Stunden damit verbracht, über die Autobahn zu fahren. Ihr habt nächtelang im Auto gesessen. Ihr habt stundenlang während der Dreharbeiten auf eure Einsätze gewartet. Und ja, wir freuen uns, dass wir jetzt noch mal ein bisschen gucken können. Also es sind ja auch die Agenten auf der Bühne. Das sind ja die Bösen, oder? Das sehe ich ja richtig. Ihr Bösen, könnt ihr mal winken? Aber eigentlich sind sie ja im wahren Leben ganz liebe Menschen, oder? Und die Schauspieler einfach auch noch mal alle winken. Und es ist jetzt so, dass wir gedacht haben, wir können ja jetzt nicht alle Agenten mal so ein bisschen interviewen, wie es ihnen so gegangen ist, und auch nicht alle Schauspieler. Chris und Daniela, ihr seid kaum wiederzuerkennen, finde ich so. Ich habe vorhin noch mal gehört, dass das Casting ganz speziell verlaufen ist. Geht das noch? Wisst ihr noch, wie das verlaufen ist? Wie seid ihr in die Rolle gekommen? Ach, du hast ein Mikro, ja. Vielleicht kann ich was sagen dazu. Ivo lacht mich an. Ich bin am Mittwoch immer im PZ oben, und abends, als ich nach Hause gehen wollte, hat mich Ivo gerade erwischt auf der Treppe und hat mich angeschaut. Du, muss dich noch was fragen. Und dann ist er mit mir ins Büro rauf, und da hat er so halt die Fotos und alles, hat er angeguckt und gesagt, du, ich habe was vor. Kannst du mal deinen Mann vielleicht nett fragen? Er hätte eben noch eine Rolle gefunden, das würde doch jetzt tiptop passen, dass er doch aussieht eigentlich wie ein Türke, dass man das gut reinpacken könnte da irgendwie. Und ja, dann bin ich dann mit der Frage von Ivo nach Hause gegangen und habe sie mal meinem Mann gestellt. Was hat er gesagt? Ja, was habe ich gesagt? Wenn es keinen Text hat, dann kann ich es machen, sonst geht es nicht. Ja, Chris, du hast jetzt den Film zum ersten Mal gesehen. Was ist dein Eindruck? Ich bin beeindruckt. Ich war sehr emotionell, also nicht nur wegen meinem Tod, sondern der ganze Film war mich sehr beeindruckt. Ich kann es noch nicht so genau fassen, aber es ist gewaltiger. Wie war es denn für dich, als Christ ein Moslem zu spielen? Ist mir egal. Ich habe kein Problem damit. Ich habe schon in meiner Berufsvergangenheit war ich ein bisschen weltweit unterwegs, und ich habe überall Menschen kennengelernt, gerade in letzter Zeit viele aus der Türkei, und die Menschen sind nicht anders. Ich habe viel gelernt da, auch jetzt im Film. Hey, hat mir die Augen geöffnet. Wir sind eins, wir sind alle eins. Und darum spielt es mir überhaupt keine Rolle, ob es Christ oder Moslem oder was immer, oder? Und wie war es bei dir, Daniela? Ja, also ich sage es mal, von den religiösen Gefühlen her oder so, da bin ich völlig offen, das war überhaupt kein Problem. Was gewöhnungsbedürftig war schon das Kopftuch, muss ich schon zugeben, unter die wallenden Gewänder alles zu. Ich habe aber dann schnell herausgefunden, dass ich dadurch das Frisurenproblem, was bei den Frauen immer so ein bisschen, das lässt sich tiptop und schnell lösen, Kopftuch drüber, und dann ist alles geritzt, und ich
habe mir überlegt, ob ich das nicht ab und zu auch. Und du kannst uns doch bestimmt auch mitteilen, erzählen, was war für dich der schönste Moment und was war für dich der schwierigste Moment? Ja, ganz viele schöne natürlich. Viel, viel mehr schöne als schwierige auf jeden Fall. Also was ich jetzt persönlich wirklich sehr geschätzt habe, sind jetzt vor allem Momente von den Leuten, die jetzt eben nicht hier oben stehen. Weil da wir jetzt gerade mit Filmen ist meistens, da wir immer im Winter filmen, mit Frieren verbunden. Und wenn so richtig die Füße total kalt, Zähne klappen. Und dann sind immer gerade in den Drehpausen eben genau die Geschwister, die jetzt nicht hier stehen, die sind daher herangekommen mit Decken, mit Jacken, mit heißem Tee. Die haben alles möglich gemacht, auf Lagerfeuer Bouillon gekocht und so. Die haben so gut für uns gesorgt. Und das hat alles aufgelöst. War Frieren egal und so, das war echt, das war so viel Liebe, es war so schön, echt. So viel Herz. Ja, extrem. Muriel, oh, Linda Roberts. Linda Roberts. Genau, ich gehe mal rüber zu dir. Hallo Linda, ich war ganz neugierig zu wissen, wie du aussiehst. Im Film haben wir dich ja gar nicht so direkt erkannt, oder? Ja, ich denke schon. Linda, kannst du dich selber noch mal charakterisieren, die Rolle, die du im Film gespielt hast? Ja, also zuerst möchte ich sagen, dass der Ivo gesagt hat, ich hätte mir diese Rolle selber eingebrockt. Muss ja schon klar sein. Ja, also mein Gott, mega stur, fundamentalistisch, herzlos, egoistisch. Es ist einfach fromm, ätzend fromm und rechthaberisch und sie weiß immer alles besser. Und naja, also ich glaube, das reicht. Und wie ist die Linda im wahren Leben? Ups, ja. Ja, es ging schon einiges ab so innen und ich würde sagen, also meine Familie zum Beispiel, die kann sicher bestätigen, dass ich früher gar nicht so ganz nicht ähnliche Charakterzüge aufwies, aber ich bin mega froh, dass ich inzwischen diese Friedensführung kennengelernt habe und kann doch, glaube ich, auch, dass die sagen können jetzt, das Wunder ist geschehen, dass es auch die Linda noch begriffen hat. Die letzte Frage, wie hat der Krebs geschmeckt am Ende? Das war, oder der Fisch? Das war eine fürchterliche Eidechse. Das kann man nicht beschreiben. Das war. Aber keine echte? Nein, es war total Gummi. Vielen Dank. Pascal und Nathalie, ihr hattet diese Aufgabe oder die Rolle, Juden zu spielen. Wie war das? Also das ist spannend. Ich habe sowieso eine spezielle Beziehung zu Juden. Ich war auch in Israel und habe die daher kennengelernt und durfte dann plötzlich selber einer sein. War sehr spannend für mich, aber sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, teilweise habe ich vergessen, dass ich Jüdin bin. Ich hatte nur im Kopf, ich muss dieses Kind auf die Welt bringen. Das war auch gleich, also die Herausforderung, aber das gleichzeitig auch irgendwie das Spannende an dieser ganzen Sache. Und vor allem, ich habe es einfach irgendwie teilweise eben, wie es auch Chris gesagt hat, wieder vergessen, in diese Kategorien einzuteilen, weil man war plötzlich, waren wir alle Menschen auf dieser Insel. Das, genau. Ja, ich glaube, das hat man gespürt, ja. Habt ihr noch eine besondere Geschichte erlebt während dieser Dreharbeiten, die vielleicht für uns noch interessant sein könnte? Ich denke, die ganzen Drehtage waren einfach unglaublich. Also es war so für uns selbst eigentlich so eine große Schule und jetzt, wenn ich das Ergebnis sehe, für mich ist auch jetzt der Tag heute wirklich ein krönender Abschluss oder sagen wir mal ein krönender Beginn für das Ganze, was jetzt daraus geschehen soll. Oder die Geschichte da drin, dieses brennende Haus von den Menschen, und wir machen uns irgendwelche Gedanken, Religion machen wir uns Gedanken, das war wirklich, die ganze Thematik ist wirklich, hat mich sehr verändert und das ist und war wunderbar, ja. Also man hat irgendwie auch gemerkt, bei jedem Drehtag, man ist
die Schauspieler sind so nah zusammengerückt, zusammengewachsen, man hat sich so gefreut über jeden Einzelnen. Das war für mich das Allerschönste, dass man irgendwie einfach in dieser ganzen Vielfalt doch irgendwie eines gefunden hat, so eben das Herz auf dieser Insel und füreinander zu sorgen. Eben, ich war ja auch in dieser bedürftigen Rolle eigentlich drin, dass mir geholfen werden muss. Und das habe ich mega, also es war eine mega Botschaft halt da drin, dass das auch rüberkommt. Und das hat mich am meisten gefreut. Ich war ja bei einigen Drehtagen auch dabei und ich muss sagen, es war oft diese Atmosphäre, die im Film so gespielt rüberkommt, die haben wir auch teilweise wirklich echt live erlebt, ja. Diese Gänsehaut oder ich weiß noch, als ihr am Lagerfeuer diese herrlichen weißen Fische verzehrt habt, das war wirklich auch Hunger, ne? Man hat schon sehr lange gewartet. Aber doch, das war doch eine ganz besondere Atmosphäre auch, fand ich. Was mich am meisten beeindruckt hat, niemand hat vorgespielt. Der Ivo hat die Rollen gesehen, hat sie besetzt, hat euch angefragt, hat gesagt, du siehst irgendwie ein bisschen aus wie ein Türke. Und schon stand das Ensemble und ja, ich weiß nicht, wie ihr es beurteilt. Ich denke, Volltreffer, es hat gehalten bis zum Schluss, oder? Sophie, du bist ja eine sehr junge Schauspielerin und du hast dich über deine Rolle gefreut. Kannst du uns sagen, warum? Als erstes war das halt so, dass ich eigentlich eine ganz andere Rolle hatte und dann hatten wir halt ein Coach-Treffen und dann war das halt so, dass ich eine ganz andere Rolle bekommen habe, eine viel größere und ich dachte, es war so, oh. Und dann, es hat mich sehr gefreut, weil ich habe halt gerne diese Herausforderung angenommen und ja, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, sehr viel. Und hat sich durch deine Rolle etwas verändert? Ja, während des Drehtags? Ja, zum Beispiel, ich habe halt gemerkt, dass ich war halt in dem Film ein Mädchen, die Verantwortung über die anderen Kinder genommen hat und ich konnte mir halt davon halt auch eine Scheibe abschneiden für zu Hause und so, ja. Ja, da freuen sich deine Eltern, oder? Ja. Und was war dein schönster Moment? Also ich denke, alles war mega schön, also jede Szene war irgendwie anders schön und ja. Also du hast das ja auch sehr schön gemacht, wie du die Kinder hier nochmal ein ganz großes, also ich bin noch geflasht von dem Film. Ich glaube, wir alle, es schwingt, oder? Es schwingt nach innen, es schwingt nach außen. Und wie die Kinder in ihrer natürlichen Art alles rübergebracht haben an Grundlagen, an Prinzipien, das war für mich ein Gigakunstwerk. Also ein ganz großes Dankeschön an euch Kinder. Ihr wart toll, ihr wart spitze. Jetzt nur mal angenommen, der Ivo käme auf die Idee und wird nochmal einen Film machen. Würdet ihr wieder dabei sein? Ja. Warum? Weil ich das cool finde. Es hat mega Spaß gemacht. Ja? Es hat auch mega Spaß gemacht. Dir auch? Ja. Was hat dir Spaß gemacht? Das Spielen. Und du warst doch mit den Bösen zusammen in einem Raum. Wie war das? Gut. Würdet ihr noch mal mitmachen? Ja, weil also man hat halt immer sehr viel gelernt. Was hast du gelernt? Dass ich spüre, wenn was dran ist. Weil man musste halt immer viel warten und man brauchte Ausdauer. Schön. Gut. Wollt ihr auch mal was sagen? Also, ich fand es auch sehr lustig, weil ich auch sonst eigentlich gerne Schauspieler. Also. Das hat der Ivo gehört. Gut, ich wechsle mal. Jürgen, ja? Vielleicht noch zur Erinnerung. Wir hatten auch eine Schauspielerin dabei, wenn ich das richtig jetzt gerade gehört habe, war die Kleine eine Stunde alt. Ist das richtig? Das neugeborene Baby, was wir gesehen haben, hat jetzt schon mit im Film eine Minute war die Kleine alt. Also das war ja ein irres Erlebnis, dass das überhaupt so funktioniert hat. Und das ist für mich eigentlich ein krasses Wunder. Also vielen Dank an die kleine Samantha.
Ich habe jetzt mal auf die Achse des Bösen gewechselt. Hier versammelt die Agenten. Wie fühlt man sich in so einer Rolle? Peter. Ja, du hast ein bisschen mitbekommen, was das Drehbuch ist. Und du findest das so mies, was da läuft. Und du findest das so dreckig und so abartig, dass du richtig gemein sein möchtest, damit das rüberschlägt, damit du richtig fies bist. Das ist richtige Motivation, richtig gemein zu sein. Und du warst ja auch einer der, ich sag mal, der Motor, der das dann auch umgedreht hat. Ja, genau. Also ich, vielleicht wegen Leuten wie mir und Thomas Kommer, vielleicht wegen Leuten wie mir und Thomas ist das ganze Ding gescheitert, weil wir machen da irgendwie mit, wir geraten damit hinein und irgendwann meldet sich, klopft das Gewissen an und du merkst, hey, was wir machen ist irgendwie total mies und wir bringen da eine Spaltung rein und wie das so ist, wenn irgendwo in ein Team eine Spaltung reinkommt, dann ist das Ding zum Untergang geweiht und das ist auch gut so. Man hat so den Eindruck, das geht jetzt noch so durch euch durch. Das war jetzt nicht nur, weil das Drehbuch es gesagt hat, sondern ihr habt es so erlebt auch? Also ich kann es definitiv auch so sagen, also dann wirklich mal auf die Barrikade zu gehen, wenn Unrecht geschieht, gell? Also ich glaube, das ist etwas, was bei mir hochgekommen ist, wirklich durch diese Rolle einfach. Also wirklich auch zu sagen, okay, jetzt bin ich hier und jetzt gibt es aber hier auch einen Ausweg. Ich habe nämlich ursprünglich gedacht, ich kriege auch eine Knarre in die Hand. Und die hatte ich dann nämlich eigentlich gar nicht. Und dann habe ich aber gemerkt, genau, und das ist hier der Weg raus. Wer schweigt, lebt. Wer redet, stirbt. Tod jeder Religion. Was hast du dir denn dabei gedacht? Wie war doch schon wieder dein Name? Wegen den Zweien hat es nicht geklappt. Wegen euch zwei hat es... Nein, es ist schon krass, gebe ich zu. Wirklich krass. Und ich habe mich, je mehr ich mich in diese Rolle auch reingedacht und reingesteigert habe, ich habe wirklich diesen Oberst Foster auch gespielt. Und ich habe aber gemerkt, das begegnet uns eigentlich tagtäglich. Das ist nicht irgendeine Fiktion, nicht irgendeine Geschichte, sondern das ist Realität. Das geschieht bis zu unterst in die Schulen. Bei uns in der Schweiz, gerade jetzt der Lehrplan 21, wird einfach aufgedrückt, also nach dem Motto, du schweigst, dann lebst du, oder du wehrst dich, du sagst was und du wirst als Fundamentalist gebrandmarkt und Fundamentalisten, das wissen wir, die sind nicht sehr beliebt. So. Und, aber ich möchte auch sagen, ich bin sehr froh, dass es nicht geklappt hat. Und wäre ich heute als Oberst Forster hier, ich hätte mich bekehrt zum Herz und zu der Liebe. Hier sind wir bei Mahatma. Mahatma ist gut, Mahatma ist lieb, Mahatma gibt ab. Und wie hast du dich in deiner Rolle gefühlt, Thomas? Also es war auf jeden Fall eine absolute Überwindung, über den eigenen Schatten zu springen, mit dem, was mir anhaftet, dieses Gewicht dann in diese Rolle hineinzufinden und einfach zu sein, so sich führen zu lassen, wie der Regisseur es uns vorgegeben hat. Also es war einfach wunderbar. Und dir nochmal, Ivo, herzlichen Dank für deine Liebe, wie du geführt hast. Einfach super. Thomas, und du hast den Leitsatz des Buddhismus gesagt, Hass kommt nicht durch Hass zur Ruhe, sondern durch Liebe. Was hat das mit dir gemacht in der Rolle? Ich kann lieben. Edith, dein Mann kann lieben? Ich kann lieben. Hass kommt nicht durch Hass zur Ruhe, sondern durch Liebe. Was bedeutet das? Auf das eigene zu verzichten, auf die eigene Vorstellung. Es nicht gut machen zu wollen, sondern es einfach gut zu sein, weil das Gute ist in uns. Und wenn es dann rauskommt, ist es gut. Edith, was war dein schönster Moment während der Dreharbeiten?
die heißen Steine, die ich von Jan Henoch bekommen habe, weil ich so am Zittern war, dass ich noch nicht mal mehr die Zähne auseinanderkriegte. Danke, Jan Henoch. Friedemann Tabea, kommt ihr mal nach vorne ein Stück noch? Du bist der Sohn von Muriel, auch Christ und doch ganz anders. Wie? Naja, ich würde mal sagen, der Unterschied, den man auch im Film so sieht, ist der, dass meine Mutter sehr nach der Form geht oder nach dem, was sie halt ja, glaubt oder gelernt hat oder in der Bibel meint zu lesen. Und ich das Ganze jetzt nicht als oberste Prio sehe, sondern einfach, was machen die Menschen, was kommt von denen rüber, was wirkt. Also ich merke, es ist so schnell, dass man die in eine Schublade steckt, weil sie anders aussehen, vielleicht dann noch mit Rasterlocken und keine Ahnung was, irgendwie ganz komisch, aber die sind gut. Und einfach darauf zu schauen, was kommt einfach rüber, und das macht, glaube ich, den Unterschied aus. Es war ja auch sehr beeindruckend, Friedemann, wie du mit deiner Mutter umgegangen bist. Also ich kann mich noch erinnern, Mama, Mama. So in diesen zwei Worten hast du eigentlich alles gesagt. Kannst du es noch ergänzen? Du? Nö, kann ich nicht. Ich glaube, war alles gesagt. Es gab ja auch... Ich bin stolz auf dich. Ein gutes Beispiel, und ich war das Abschreckende. Die Tabea, die hat im Bus dann einen Kernsatz gesagt. Tabea, kannst du dich noch erinnern, was du gesagt hast in der gefährlichen Busszene? Bist du aufgestanden und hast einen Kernsatz gesagt? Ein Schlüsselsatz? Ja, kann sein. Also das war, was auch immer die mit uns hier vorhaben, ihr seid meine Brüder und Schwestern. Und was auch immer geschieht, ich halte zu euch wie zu meinem eigenen Leben. So in der Art. Und was hat dieser Satz ausgelöst bei den anderen, die in dem Bus gesessen haben? Ja, die sind dann mit drauf aufgesprungen. Jeder in seiner Religion hat es dann in seinen Worten, in seinem Herzen genauso wiedergegeben, nur anders, aber dasselbe Wesen, dasselbe Herz kam rüber. Eine letzte Frage. Im Film hat es ja zwischen euch mächtig geknistert. War das jetzt nur das Drehbuch? Sagen wir mal so, das Drehbuch hat geholfen. Nein, also wir waren vorher schon ein Paar, und das Besondere war, dass wir während der Dreharbeiten, die haben sich jetzt ja doch einige Monate hingezogen, uns näher kennenlernen durften. Gleichzeitig fiel dann auch unsere Verlobungs- und Hochzeitsvorbereitungszeit rein, und ihr habt sogar einen Teil gesehen, den wir in den Filterwochen gedreht haben. Das habt ihr nicht mitbekommen, aber also der Film war quasi ein Teil unserer Beziehung, und mittlerweile sind wir sogar verheiratet. Dann werdet ihr diesen Film nie vergessen, und wir alle auch nicht. Vielen Dank, dass wir mit euch sprechen durften. Alle, die jetzt nicht dran kamen, seid nicht böse beim nächsten Mal, aber wir durften jetzt doch mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Also danke dafür. Vielen Tschüss. Dank, dass ihr gekommen seid und beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss.